für uns. So, alle schön eine Reihe stellen. Männers, hört mir zu. Das wird vielleicht der letzte Tag in eurem Leben. Der letzte Tag, an dem ihr der AfG dient. Dem ihr euch selbst dient. Dem freien Farmen dient. Der Republik dient. Den Neubürgern, den wir so auf Schutz geboten haben. Den Black Spell, den Cooper und auch wie die alle heißen. Erinnert euch nochmal an die letzten schönen Tage, wie wir die Polizisten geärgert haben, wie wir... Ja, First Lieutenant! Dr. Microphone ja, Sir! Microphone activated. Gut! Nenn mir ein gutes Erlebnis, was du mit uns gehabt hast. Microphone muted. Polizei, bis aufs geht nicht mehr verarschen. Microphone activated. Gut, danke, das reicht. Erinnert euch alle an diesen wunderschönen Moment, den wir geteilt haben. Als Einheit. Ja, Sir. Habt ihr nicht ganz verstanden? Was haben sie gesagt? Jawohl, Sir. Gut. Dann jetzt mal will ich das lauter hören. Gut, Leute. Das hier könnte die finale Schlacht werden. Wir haben viele Tage hinter uns, in denen wir unterlegen waren. Und heute kommt unsere große Chance. Das Blut unserer Kollegen, was vergossen wurde. Zum Beispiel von dem Gerdi, von dem Moritz, von dem Fabian, die alle nicht mehr hier sein können, zu rächen. Die Hunde, die da drüben gerade landen, werden heute büßen. Büßen für alles, was sie uns angetan haben. Habt ihr es verstanden? Microphone ja, muted. Sir. Microphone activated. Jawohl, Herr General. Gut. Sehr gut. Jawohl. Es ist ein wunderschöner Tag. Ein wunderschöner früher Sommermorgen. So oder so ähnlich hat man auch 9-11 angekündigt. Erinnert euch daran. Also ich glaube, damals sind mehr Menschen gestorben, als heute sterben werden. Unwesentlich, Herr General. Einer von euch, die ihr bestimmt irgendwann mal genommen habt, so wie ihr aussieht. Ihr könnt zumindest eine Waffe schon mal mit einer Hand halten. Es gewinnt der schneller schießt und besser trifft. Und das werden wir heute sein. Ich habe schon gesehen, wir haben mindestens zwei Zafis gegen uns. Das heißt, die schießen schneller. Aber wir treffen dafür. Ich möchte hier keine Ein-Mann-Aktion von euch sehen. Wir zeigen denen, was es bedeutet, ein Team zu sein. Kameradschaft, das kennen die da drüben gar nicht. Woher auch? Das sind einfach nur irgendwelche Schwerstkriminelle, die zusammengewürfelt wurden. In einem Resozialisierungsprogramm der BWS. Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht mit denen da drüben. Und deswegen werden wir heute Super Nanny spielen. Verdammte Fliege. Ja. Oh, Moment. Von nun hoffe ich einfach mal, dass ihr wisst, was ihr da für eine Waffe in der Hand haltet. Ich dachte, wir nehmen das Beste mit raus. Herr First Lieutenant. Tut mir leid, Herr General, aber mein Waffenschrank ist ziemlich leer. Microphone activated. Ja, das habe ich bereits der Hexe erzählt. Die hat sich darüber gleich mal ausgelassen. Der Feind lacht über sie, First Lieutenant. Microphone verdammt, muted. Der Scheiße! Microphone activated. Alter, ich weiß, dass... Es gibt viele Menschen, die behaupten, das wäre alles hier nur ein Spiel. Ein Spiel, was irgendwie zu Ende sein kann, was man einfach beenden kann. Aber das ist einfach nicht so. Vielleicht gibt es hier irgendwo, Gott gewollt, über Kreaturen, die uns steuern können. Und diese Kreaturen haben uns hier hingelotst, damit wir diese Wesen stolz machen. Und das werden wir heute gefälligst tun. Habt ihr das verstanden? Microphone ja, muted. Sir. Microphone activated. Ja, Sir. Ich möchte nicht, dass einer von euch vorzeitig stirbt. Ich will jeden von euch nachher wiedersehen, wenn wir in der Milchbau unseren Sieg begießen.